Surf DM 2016, ich sitze hier mit dem deutschen Meister in der Open Class. It is over. Und wir befinden uns hier in den Heiligen Hallen der Belambra-Anlage. Arne Bergwinkel, deutscher Meister. Wie fühlt es sich an? Fühlt sich gut an. Ja? Ja, put your hands together. Du bist jetzt Single, hast du gesagt, auf der Bühne gerade. Ja, ja. Ja? Ja. Heute viel Party? Na, so ein bisschen. Mal testen. Mal gucken, was so geht. Aber hinter dieser scheinbaren Leichtigkeit steckt eine ganze Menge Arbeit. Du hast viel trainiert die letzte Zeit. Du wolltest den Titel. Ja klar, wer will ihn nicht, ne? Hier in der Hölle von Le Bourdain. Ja, Hexelkessel von Le Bourdain. Du machst eine ganze Menge QS mit, du bist unser QS-Exportschlager aus Deutschland. Wie kommt es, dass du immer wieder zur Surf-DM zurückkommst? Ja, kommen alle so immer so, die ganzen deutschen Surfen kommen so zusammen zur DM. Alle von Portugal, Ecuador, Costa Rica kommen alle zusammen, kommen immer neue Talente. Da sieht man immer, wie sich das deutsche Team erweitert. Ne? Wie bisher das Mädel von Kalifornien, sieht man immer, das deutsche Team wächst. Ja, die Sila hat Leon gefehlt. Er hat mir bist du froh, dass er nicht da ist? Nee, eigentlich wäre es ein bisschen witziger gewesen, wenn er mal da ist. Grüße an Leon. Ja, er hat mir vorhin noch geschrieben, das ist das Einzige, er hat mir gesagt, haha, das ist das Einzige, was wir gewinnen können, weil wir an den QS die ganze Zeit nicht so gut waren. Deswegen fand ich es ein bisschen drei witzig. Drei dieses Jahr. Ja. Israel, Lacanau und? Pantin und Anglais. Und Anglais. War erfolgreich, oder? Israel ja, und die anderen nicht. Was sagst du zum Niveau, zum Starterfeld im Finale? Alex Tesch, Vince Scholz und Jakob? Also es war auf jeden Fall ein gutes Niveau, aber die Wellen waren ein bisschen nicht so erfolgreich, nicht so gut. Es war ein bisschen schon... Es war geskriptet, einschnell. Wirkt total authentisch, okay, und spontan. Ja, wollen wir noch zusammenkleben wieder. Arne Bergwinkel, einer der sympathischsten Leute aus dem deutschen Wettkampfsurfen. Mittlerweile ein guter Freund geworden. Ich bin verdammt stolz auf dich, Digga. Ganz ehrlich. Danke. Letztes Jahr war leider nicht so erfolgreich und ich wünsche dir so sehr. Erster Platz, deutscher Meister. Du hast die Krone auf. Was machen wir jetzt? Wir gehen ein Bierchen trinken. Ja, wir gehen jetzt ein Bierchen trinken. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Surf DM 2017. You better be there. You better watch it. Ha? Ja. Klasse, Jungs. Klasse, Arne. Bergwinkel, deutscher Meister 2016. And you put your hands together at home. Wir haben geschnitzt an diesen Dingern. Ey, das Ding ist schon stundenlang. Das war ich nicht.